Ja, hey, willkommen, mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales auf Zelda 2. In der letzten Folge haben wir Gaios Episode angefangen und haben uns mit der Chimeriade gekloppt. Das war sehr schön und ja, wir sind immer noch, ich nehme an, auf dem Weg nach Cambala, weil da wahrscheinlich die Geschichte weitergeht. Also gehen wir da mal weiter. Das macht doch irgendwie irgendwo Sinn, ne? Ja, meine Katze ist immer noch nicht zurück, oder? Verdammtes Mistviech, du! Ich meine, lass dir Zeit. So, dann werden wir in dieser Episode hoffentlich Gaios Geschichte abschließen. Dann hinterher vielleicht noch so ein paar Nebenquests reinballern, die wir erfüllen können. Oh. Wir sagen nicht immer noch Finger, hallo. Ich dachte, da wäre ein Loch. So. So, übrigens, ich verkaufe immer alle Sachen, die ich mehr als 50 Mal habe, ja, im Geschäft, im Laden. Also, ich habe von nichts mehr als 50 und wenn noch, dann verkaufe ich dann alles. Ist irgendwie vielleicht nicht so eine helle Idee, aber naja. Mehr als 50 Mal brauchen sowieso nichts. Ich könnte auch eigentlich alles immer verkaufen. Da hätte ich auch immer genug Geld hier für die ganzen Dingens. Da verstehe ich bis heute nicht, warum kann die uns einfach, keine Ahnung, warum können wir die überhaupt kontaktieren? Ich weiß, da wurde mal erklärt, aber trotzdem, das macht keinen Sinn. Genauso wie das mit den Katzen. Aber naja, okay, das hier mit dem Kontakt, das macht nur ein bisschen Sinn, aber mit den Katzen macht überhaupt keinen Sinn. Kann einfach so außerdimensionsähnlich hier durch die Gegend laufen, ne? Ist ja nicht. The Millard I knew toyed with the lives of Mon. Are you okay? Yes, I'm perfectly fine. Das hat der eine Spruch von den, sozusagen, das eine Skit durch das andere Skit ersetzt. Was ist denn hier los? Oh Mann. Okay, ich habe jetzt schon zwei Let's Player gesehen, die, weiß ich nicht, die haben nur ungefähr 70 Parts oder so gebraucht, um das Spiel hier durchzuspielen. Aber ich bin jetzt bei Part 91. Also entweder sind die durchgerusht wie blöde oder ich lasse mir verdammt viel Zeit. Dabei trainiere ich doch noch aufs Screen und all sowas. Deswegen komme ich ja eigentlich schon leichter irgendwie durch das Spiel, aber trotzdem, irgendwie hat geschafft. Nee, das ist mir irgendwie unklar. Habe ich mir extra so viel Zeit oder was? Weil beeile ich mich ja, ich versuche ja schon so ein bisschen zu beeilen. Also in dem Tempo, das ich noch gut finde. Ich rushe jetzt nicht wirklich hier und übersehe jeden Gegner, weil ich auf Screen schon so viel kämpfe, aber trotzdem. Das stört mich. Und die haben das schon, was weiß ich, wie lange angefangen. Also ja, wir machen das. Vielleicht ist es das, was man einen guten Let's Player nennt. Zum Teufel bist du denn? Ist Millard not the Divergence Catalyst after all? Possible that this thing already eliminated the Millard. I'm going to guess this is our target then. Show no mercy. Sieht aus wie Odin irgendwie. Oh, Tulp. Also, du siehst schon aus, als könntest du mehr reinhauen. Ich glaube 70, 60. Warte mal. Kannst du was? Diebesbeute gibt's nicht. This one is no ordinary monster. It's probably been artificially created. A present from King Millard. Phalanx! Artificial created, what? Sieht eigentlich aus wie jedes einzelne andere Monster. Nur halt Boss. Bams! Aber der hat auch irgendwie gar keine Chance gegen uns. Au, der hat sogar wehgetan, Mann. Da wächst die Kombi gerade richtig gut.
Ja, ach. Wir müssen ja irgendwie strategisch drüber nachgedacht haben, was wir hier machen. Au. Au. Kannst du es wagen? Du bist anfällig gegen Schwerter, sag halt doch gleich. Ja, jetzt wird schon härter. Ja, oder auch nicht. Au. Ja, da hatte ich nichts drauf, war klar. Da, guck mal her, ne? Aber mit dem Hammer. Und da noch die drauf. Ich weiß nicht, wo der zwischendurch. Wenn er seine Waffen da so dreht, dann bekommt der Gegner auch irgendwie Schaden. Ich weiß nicht wie. Ja. Aber ist auch irgendwie gut, dass nicht jeder Gegner irgendwie so richtig heftig drauf ist. Oh, was? Wupp. Dann verzweifle ich nicht wenigstens an jeden einzelnen Gegner. Er haut. Er hat seine Demon Fangs raus, ich meine. Sehr gut. Jetzt haben wir die beide raus, ne? Au. Au. Und da ist zum ersten Mal einer gestorben. Das war ein User. Die zählt aber nicht, weil sie als letztes erst reingekommen ist. Noch voll viele Sachen lernen muss. Was? Boah. Muss man alle Knöpfe hier irgendwie verteilen? Ja, nein. Ach so. Der braucht die Musik. Wo ich sie schon so oft gesehen habe. Fallender Schnee. Fallender Schnee. Wir haben auch gar nicht so viele Angriffe noch. Rüstungszermalmer. Energiefesseln. Ja. Sind wir denn bei neun Charakteren auswendig wissen, was die alles können? Auf welchem Knopf, ey? Mal ganz ehrlich. Ja, hat's gemacht, geil. Egal, den kriegen wir aber. Au. Der Wurf tut voll weh. Im Grunde muss ich eigentlich nur draufhalten, meinen Angriffen wäre es eigentlich nicht erforderlich gerade. Der letzte starke Gegner. Die schlimmsten Gegner bis jetzt waren ja Volt und Kronos. Und Volt habe ich noch nicht mal. Verdammt! Verdammt! Volt habe ich noch nicht mal geschafft auf einen schweren Schwierigkeitsgrad. Obwohl mit Elise habe ich ihn geschafft. Ich habe Volt getötet auf schwer, aber ich habe den Kampf nicht gewonnen. Und Kronos, das, ja, das war richtig nervig. Da kam ich mit Gemüsesticks und so wieder. Und dann hat's geklappt. Was? Warum kann ich nicht? Achso, ich habe irgendwie eine Krankheit, glaube ich. Genau. Oh, jetzt tut er richtig nerven. Alter, achso, ich bin tot. Ich habe schon gefragt, warum stehe ich nicht auf? Achso, ich bin tot. Na, Gaius, komm du mal. Sollte er eigentlich ihn steuern, ne? Weil es ja eigentlich seine Geschichte ist. Ich war weg, ist halt immer. Mein Gott. Sehe mal diesen Dämonenfang an. Die Größe ist der Verzehn. Verdammt. Mal gucken, ob du ne. Ich wollte erst eine Arcana-Art hier gucken, ob er. Oh, schwarzer Regen, ob er eine hatte. Dann wollte ich die als jetzt einsetzen. Das wäre voll stylisch gewesen. Aber naja. So, war's das? Jo.
Das ist der Katalysator, ja. Wie sieht er aus, wie so ein typischer 0815 Rollenspiel-Boss? In jedem Rollenspiel irgendwie sehen könntest. Are you still thinking about the Chimeriad? I suppose I am. Perhaps you'll see them again in another dimension. Possibly. This has all helped me realize something. Luger, I need to find Tanner. Will you help me? Yo. Nein, natürlich helfe ich dir. Natürlich helfe ich dir. Klar, warum denn nicht? Thank you. I'm glad to have you as an ally. Let's return to Triglav. Jo. Hier ist noch nicht vorbei. 25.000 Gold haben wir hier gefunden. Da hinten ist ein Bakura-Viech. da muss ich ausnutzen, hallo? Du, ich sehe dich und du siehst mich nicht. Okay. Hallo, Geld, Erfahrung, was auch immer uns das Ding bringt. Es war einseitige Let's Play in Sachen Charakter, ne? Ich bin nur Ludger am Steuern. Bin ein bisschen blöd. Komm mal her, Gaius. Okay, komm mal her, Ludger. Das ist wieder ein Dings. Dann ich eine Wüste gerade für dich ein. Oder vielleicht auch. Oh, 16.000. Oh, 26.240. Oh, ist sehr wohl 270 Elementerz. Speerwerfer, okay. Okay, sehr gut. Neue Sachen überall. So, er kann nur das hier lernen. Perfekte Abwehr. Weiß ich nicht. Ja, das war mal. So, was haben wir denn hier noch? Wo ist denn hier Ding? Schwarzer Regen. Wow. Wind, Dunkelheit und Wasser. Okay, das ist ja richtig heftig. So. Hat nur ein Schadenskontrolle hier, nimm das. Elise, du kannst nichts mehr lernen, ne? Nein. Meine Güte. Ich schon überpowered bin in solchen Sachen. Wir haben eine neue Fertigkeit gelernt. So. Habt ihr eine neue Fertigkeit gelernt, die wir hier sind? Letzter Widerstand. Ach so, das ist, wenn man 25% HP nur noch hat, ne? Ja. Rückwärtsschritt ausgeführt und kann nicht mehr während des dafür kannst du bei einem Vorwärtsschritt einen Körperschlagangriff ausführen. Ja, weiß ich nicht. Lass mal. Bei ist halt sowieso voll schwer, finde ich, das hier zu machen. Also ihr Dingens. Wie nennt man das? Das ist ja wohl voll überpowered. Unterstützung, Verschiebung. Steht Galt statt Objekte. Ja, das ist aber blöd bei so Dingens. Bei Bossen vielleicht. Waha. Dann war Himmelssoldat. 20, waha. Letzter Widerstand, nimm das. So, und dann gehen wir mal nach Triglav, weil da sollen wir ja eigentlich hin. Bäh. So. Ja, beachtet gar nicht diesen schwarzen Dunst um mich herum, ich stink nur. Also, ich guck mal auf meine Karte, da wird bestimmt stehen, wo er ist. Okay, perfekt. Vielleicht die Bedeutung suchen noch ihren Sinn irgendwie. Ja, hab ich ganz vergessen hier. Haben wir. Okay, hier müssen wir noch durch die Gegend rennen, wegen der Katze. Und. Mein Gott, Substraf, da müssen wir auch noch
wegen der Katze rumlaufen. Dann war es dann eigentlich. Dann gehen wir zum Dingens, Arklandsumpf. Wie viel goldener Frosch bekommen kann. Ja. So. Vielleicht auch dem. Vielleicht kommt in diesem Part sogar noch wieder. Sehr gut. Und schon wieder da, okay. Also doch. Na? Kann ich ernst nehmen, wenn so jemand mit dem Salto angerannt kommt? What do you want? Kyle was concerned about you and even threw a punch at me. He what? Whatever, me and him are through. If that's the case, let me tell you a story. Huh? There was a time when I had people I could call friends. They sacrificed their own lives so that I might achieve my goal. Now, they are gone. Never heard of friends like that. That sounds like something else. Perhaps so. They were subordinates first and friends second. I'm sure each had his or her own hopes and dreams. But circumstances got in the way of those dreams. We had obligations. Which is why I now stand before you. Alone. You don't seem too broken up about it. There was a time when I lost my composure. And because of that, when Kyle struck me, I did not know how to respond. Ha! So you do regret what happened to them? No. It just made me think about how things would have been different had we merely been friends. Where are you going with this? What's your point? What the hell are you trying to say? That I envy you, I suppose. For having friends who would stand by you, even when they hold different beliefs. Tanner! Erston, listen, about what happened. My story is done here. I'll be on my way. What about you? I'm not gonna say nothing with you watching. Fair enough. Yay! Haben wir wieder Freundschaften erstellt. Celia Outfit 1. Oh. Sag mal. Bams. Yep. Xilla Frisur 1. Ja. Sehr gut. Sein Königsoutfit nehme ich an. Jetzt hat er so einen Anzug. Mila ist die einzige, die noch aussieht, als würde sie aus Riese Maxia kommen. Alle anderen haben voll die. Ja. Ja, und sie natürlich. Alle anderen haben voll die geschäftlichen Klamotten oder irgendwie sowas. So, mal gucken, ob ich 50.000 noch zusammenkratzen kann. Irgendwelchen Quests und so. Aber lohnt sich jetzt nicht, eine neue Quest irgendwie, eine neue Episode von irgendjemandem anzufangen. Vera mit Bedauern. Von Vera mit Bedauern. Oh, sehr gut. Goldklee. Oh, Silbermarke, genau. Warte mal. Okay. Okay. So, jetzt können wir Silbermarken-Dinger machen. Gott sei Dank. Oh, die können wir auch machen. Stimmt, die habe ich auch gesucht. Für Zellos. Die Torbalan, ja, das. Ja, der Torbalan Höhenstraße. Dafür kriegen wir die versiegelte Symphonia. Way. War für Zufall. Ich bin gerade an einem Punkt, wo ich mit, Zellos was zu tun habe in Symphonia. Das ist diese super geile Waffe, ne? Versiegelte Symphonia. Wow, das sieht echt aus. Da wäre so ein Baumding, ne? Das sah aus wie eine Waffe von Richard aus, Grace's F. Das sieht aus wie diese Waffe von Dingens hier. Von Malik aus, Tales of Grace's F. Versiegelte Welt. Versiegelte Symphonia. Ja, das auch irgendwie. Versiegelte Unschuld. Ist auch hier von so welchen? Nee, ne? Auftrag zur Börse. Irgendwas abgeben. Katzensichtung. Ja, in der Banane. Das ist nur eine. Im Fesselbild. Boah. Was haben wir denn noch? Boah, 60.000. Silberabzeichen. Boah.
Für nichts brauche ich eine Silbermarke, außer ihr. Tartalien-Kluft, okay. Das kann ich so schön abgeben. Sie, das hätte ich noch machen müssen. Lichtpilzsporen, Schuluniform Jude. Suchen wir mal die Katze in Fenmont. In diesem Part. Und dann, weiß ich nicht. Wo waren wir denn noch nicht in Fenmont? Keine Ahnung. In Fenmont ist was faul. This city sure has changed. It feels, I don't know, liberated? The stifling atmosphere is gone now. Stifling? I never realized it felt that way to you. It wasn't just the city. You seem stifled too. I did? I know exactly what you mean. Jude still seems stiff to me. I'd like to see him get truly liberated. I could use some liberation myself, if you know what I mean. What? Come on, guys, seriously? But Jude is nowhere near as stiff as he was when we first met him. But he could still ease up a little. How can he be free when he's still holding back? Beautifully put. You two come together on the strangest topics. They make an amusing pair. I suppose that's just another thing that's changed. Ja. Ach, wollte uns ja nur umbringen im letzten Teil. Ist er vergeben und vergessen? Hier ist eine Katze. Nee, aber hier kann ich prüfen. Gelbe Kugel. Die sind bestimmt wichtig, weil sie gelb sind. Was? Okay, ich dachte, die Füße von dem wäre eine Katze. So, hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Da ist keine Katze. Hier ist eine Katze. Nein, ich will nicht trinken. Ich will die Katze haben. Danke, Fuxi. Fuxi ist Halsband. Ist ja auch eine Katze? Nee. Wieso denke ich immer, die Füße von anderen Leuten sind Katzen? Aber noch eine neue Katze. Bald haben wir echt alle, ne? Das war ein langer Weg, aber bald haben wir sie alle. Bald haben wir sie alle geschnappt. Prüfen. Gegerbtes Leber. Warum ist sowas da drin? Stimmt nur mit euch nicht. So. Was? Nein? Okay. Da ist auch noch was. Nee. Wir könnten im Subtraptivwald versuchen, noch eine Katze zu finden. In der Banauer Höhenstraße, wo war die nochmal? Hier. Wo war die Banauer Höhenstraße? Hier. Ach, hier. Okay. Die Fenmontstraße. Okay, dann gehen wir mal irgendwo hin, wo wir noch nicht waren. Hier haben wir, glaube ich, noch nicht mal alles erkundet, ne? Ja, gehen wir von hier aus mal gucken. Wenn er wohl irgendwo noch hier eine Katze finden, hallo. So, ha! Fertigkeit erlernt. Geh weg, ich will nur das hier. Ich will nur das. Jawohl. Dann habe ich schon wieder Element Erz gesehen, egal. Gehen wir mal. Ach, hier waren wir auch schon überall. Ja, super. Er kann ja überall sein. Okay, ich wollte sagen, wenn wir bis 25 nicht gefunden haben, dann können wir beenden, aber wir haben schon in ein paar Sekunden 25. Aber Gummifisch, jetzt habe ich gefunden. Das ist auch gut. Kommen wir uns in der nächsten Folge um die Episode von irgendjemand anderen. Warum sage ich eigentlich mal Episode? Das sind Geschichten. Da ist schon wieder so ein Ding. Das ist Gold, geil. Bevor ich irgendeinen Fehler mache. Fort wegrennt. Nein, kein Salto. Bams! Hinterhalt ist mir geil.
Stimmt trotzdem. So. So, versuchen wir mal so. Ich muss eigentlich schneller gehen so. Zum Teufel. Ist einfach hinter uns aufgetaucht und umgekippt. Mann, hör auf damit. So. Dumm, dumm, Dämonen-Chaos. Der wird wohl nichts mit der Katze, habe ich dort für. Ich will irgendwann ein andermal, wenn wir mehr Zeit haben. So, komm her. Und Chaos. Au. Ist gut. Ich muss sagen, muss ich jetzt nach jeden Schlag hier umkippen oder was? Mann! Und zack. Fuck. Ich meine, verdammt. Ja, fuck. Jawohl. Sehr gut. Weg der Abwehr. Mein Gott, wie viele Sachen schon wieder. Mein Gott, zwei Seiten. Dann kannst du es zurückgekehrt. Sehr schön. Ich will nur die Katze finden. Jawohl. Jetzt wird Arzt gelernt und verbessert und so. Schadenskontrolle. Schadenskontrolle? Okay, geil. So, gehen wir schnell die Mission noch ab. Mal gucken, was die Katze ins Haus gebracht hat. Schicken sie direkt wieder los. Dann. Dingens. Na los, lade. Welche war das hier? Sehr schön. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.